Mit Produkten rund ums Auto geht es jetzt weiter hier bei Pearl TV. Und wir haben wieder schöne Sachen für Sie zusammengestellt, egal was man da so alles braucht. Ich kenne mich ja mit Autos gar nicht so aus, du dafür umso mehr. Deshalb bist du heute bei mir. Weisheit. Ja. Tatsache ist, früher hat man, wenn man in sein Auto reingucken wollte, Motorhaube aufgemacht, hat den Vergaser gesehen, die Leitung und wusste sofort, da hakt's. Wenn Sie heute in Ihr Auto reingucken wollen, dann müssten Sie sich normalerweise eigentlich in ein sogenanntes Onboard-Diagnosegerät verwandeln und vorne im Armaturenbrett oder im Fußraum selber sich mit so einem Stecker mit der Bordelektronik verbinden. Denn heute gibt es im Auto mehr Elektronik, als man sich vorstellen kann. Übrigens ganz interessant, in einem aktuellen 7er BMW sind 5,4 Kilometer Kabel verlegt. 5,4 Kilometer Kabel in einem Auto. Ja, da hängt natürlich viel Elektronik dran und wenn dann natürlich immer mal wieder ein Birnchen aufleuchtet am Armaturenbrett und man ist heillos überfordert, denn was mich auch wundert, Handbücher für Autos haben langsam aber sich die Dicke von einer Enzyklopädie. Ja? Das heißt, ja, lesen Sie doch mal auf Seite 1480 nach. Es geht doch viel einfacher dank Pearl TV. Onboard-Diagnose ist das Thema und unser OBD2-Adapter, der hier steht, das ist jetzt die Lupe oder sozusagen das kleine Mäuschen, was in alle elektronischen Regelbereiche im Auto reingucken kann. Damit kann ich sozusagen in mein Auto reingucken und kann die ganze Elektronik überwachen und kann mir alles angucken. Wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen? Seit 2004 ist es weltweit bei allen Autos Standard. Wir werden es jetzt hier gleich sehen, am Beispiel eines Opels, Meriva, dass diese Onboard-Diagnosegeräte, diese Stecker auf jeden Fall Pflicht sind. Und damit kann ich jetzt, und das ist das Pfiffige, diesen Onboard-Diagnosestecker per Bluetooth an jedes Android-Betriebssystem, Touchlet oder Smartphone anschließen. Das heißt, ich habe sofort einen Bildschirm für alle Fehler, für alle Diagnosesachen, die ausgelesen werden sollen. Ist das nicht cool? Und dann kann ich mir auf meinem Smartphone, auf meinem Android-Smartphone oder meinem Android-Tablet das dann alles angucken. Ja, das bedeutet sogar, wenn jetzt zum Beispiel der Autohändler sagt, naja, wir können das gerade im Moment nicht so genau lokalisieren, wo denn jetzt dieser unruhige Leerlauf herkommt, dann können Sie sagen, pass mal auf, ich mache euch mal ein Langzeitdiagramm über eine Woche. Ob es jetzt beim Kaltstart unruhig ist oder wenn das Auto warm ist. Ich kann nämlich die ganzen Daten sogar speichern, die ich auslese. Aha. Über 3000 Fehlermeldungen kann ich hier löschen. Oder eben auch unterschiedliche Autoinformationen auslesen. Das geht sogar so weit, wir sehen es jetzt hier, Drehzahl, wenn ich aufs Gas trete. Oder, was ich auch ganz interessant finde, das habe ich mich nämlich immer schon mal gefragt, wie viel Zeit bleibt eigentlich, das sehen wir jetzt, oder wie viel Zeit ist das eigentlich zwischen einem Scheibenwischerhub? Ja? Dann kann ich heute im Auto die Scheibenwischer bei Intervall immer ein bisschen schneller oder langsamer stellen. Da kann ich einfach mal nachgucken, wie das ist. Es gibt aber noch tausend andere Informationen. Lambda-Sonde, wie sieht es mit der Thematik aus? Was ist der Cut? Verbrennt er ordentlich? Ihre Kfz-Werkstatt macht nämlich nichts anderes. Natürlich, aber die nehmen richtig viel Geld dafür. Eben. Hier bei uns nicht. Überleg mal, so ein Gerät kostet 23,66 Euro hier bei uns. Und dann kann ich das alles selber kontrollieren. Wir haben Amateur-Rallye-Fahrer sogar bei uns in der Kundschaft, die die gekauft haben. Alle sagen, das ist so klasse, damit zu arbeiten. Denn ich bin ab sofort meine eigene Fachwerkstatt. Und was ich wirklich gut finde an diesem OBD2, jetzt mache ich morgens mein Auto an und man hat das ja so ein bisschen im Popo, wenn der urplötzlich nicht so ordentlich klingt, wenn der anspringt. Urplötzlich, bing, geht so eine Leuchte an. Dann war es immer das Thema, ich rufe in der Werkstatt an und sage, schaffe ich das noch bis zu euch oder schaffe ich es nicht mehr? Und da hieß es, ja, wir schleppen Sie pauschal mal ab. Ja. Ja, ist eine teure Angelegenheit. Ne? Jetzt kann ich einfach mal über das Onboard-Diagnosegerät mal nachschauen. Ich sage meinem Mann, Schatzebär, guck mal kurz nach, was das sein könnte. Dann kann ich per Telefon schon sagen, so und so sieht's aus. Dann sagt die Werkstatt, Sie können noch fahren oder wir müssen Sie tatsächlich abholen. Viele, viele Werkstattbesuche sind damit erledigt und große Geldausgaben werden auch auf ein Minimum reduziert. So ein OBD2-Adapter finde ich Weltklasse und bei uns kriegen Sie den eben auch wirklich für kleines Geld. Unter der Bestellnummer NX3014 und der 569 kommt der OBD2-Adapter zu Ihnen nach Hause. Und jetzt haben wir ein wichtiges Thema und zwar, gerade die Batterie streikt ja in vielen Fällen mal. Und ich habe mich immer gefragt, kann man das vorher irgendwie mal prüfen? Woher weiß ich denn, ob meine Batterie noch gut ist? Ob ich damit über den
Winter komme oder ob ich mir vielleicht Sorgen machen muss. Brauche ich bald mal eine neue Batterie? Kann ich das irgendwie vorher prüfen? Also in den 80er, 90er Jahren gab es bei sogenannten GT, also Gran Turismo-Ausstattungen oder so diese klassischen GTIs dann als Zubehör, eine tolle Ausstattung, auf dem Armaturenbrett sogar noch ein Voltmesser. Ne? So ein kleines Gerät, die kennst du auch noch. Die haben dann die Bordspannung angezeigt. Das hat sich heute alles erledigt, weil man sagt, Batterien sind unkaputtbar. Wenn Sie jetzt aber ein Kurzstreckenfahrer sind, der wirklich nur mal kurz Motor anmacht, 200 Meter fährt, den Wagen wieder ausmacht, sagt die Batterie irgendwann, das mache ich nicht mehr mit. Genau da kommen wir jetzt zu einem Punkt, dass du das jetzt auch machen kannst. Mhm. Unser kleiner Batterietester, und Sie sehen es jetzt im Film, wie einfach das ist, den stecke ich bloß in unseren 12-Volt-Anschluss vom Auto und dann zeigt er mir sofort die Batteriespannung an. Der zeigt mir dann an, ob meine Batterie noch voll ist und wie viel Prozent die quasi noch hat. Hier sehen wir gerade 79%, also die ist noch top in Ordnung. Ja, sicher, da kann ich in aller Ruhe starten und dann fahre ich eben nicht nur kurz an die nächste Haltestelle, sondern ich fahre einfach mal eine Runde um den Block und dann ist die sowieso wieder voll. So ab 25% würde ich die Finger davon lassen, gerade im Winter. Mhm. Weil Batterien im Winter wirklich sich wesentlich schneller entladen und weniger Leistung haben. Das liegt an den Temperaturen. Ja, da kann ich hier schon mal kontrollieren, ob ich nicht gleich mit dem Starthilfekabel arbeite. Denn eins ist klar, es gibt heute so viel Elektronik im Auto, dass es teilweise sogar so ist, dass man, wenn man Starthilfe an modernen Autos gibt, das Stromkabel, also das sogenannte Starthilfekabel, eine Viertelstunde lang dran lassen muss. Beide Autos müssen laufen, damit die komplette Regelelektronik im Auto nicht umkippt und sich automatisch löscht. Hier kann ich jetzt einfach mal sehen, ist die Batterie noch in Ordnung und ein kleiner Zusatzhelfer ist auch noch dran. Ich wollte gerade sagen, hier sind noch so kleine LEDs verbaut. Was ist das denn hier noch? Ja, stell dir mal vor, du willst jetzt abends auf einer längeren Autobahnfahrt nicht unbedingt das Oberlicht anmachen, weil das viele Leute beim Autofahren einfach stört. Ja. Dann nimmst du jetzt hier, drehst du einfach diesen Batterietester, drehst du um und stellst den auf eine kleine LED-Lampe um. Das heißt, ich habe einen so kleinen Kartenlaser für den Fußraum, wenn was runtergefallen ist. Perfekt, sodass der Beifahrer auch mal was schauen kann, Beispiel mal was in der Tasche im Rucksack suchen kann. Das ist toll. Also hier habe ich noch so ein kleines Lämpchen dabei. Genau. Und das alles für so kleines Geld. Überleg mal, du kannst immer testen, ob deine Batterie noch voll ist und du hast noch eine Lampe für 9,41 Euro. So ist das. So günstig machen wir es ganz einfach, weil wir es können. NC 5597 und die 569. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Auto haben mit Saisonkennzeichen, was den ganzen Winter stand oder den ganzen Sommer steht, können Sie natürlich auch nochmal gucken. Brauche ich Starthilfe? Baue ich die Batterie gleich aus? Bringe sie zum Laden? Können sich natürlich von uns auch einen tollen Batterietester und ein Ladegerät besorgen. Haben wir alles im Programm und dann läuft das. Damit kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Denn Laden oder Strom brauche ich heute eigentlich an fast jedem Gerät, was ich irgendwie mit dabei habe. Und im Auto habe ich leider Gottes bei älteren Automobilen ein Problem. Da gibt es eigentlich noch keine USB-Ladeschnittstelle. Ja? Das Problem hatte ich auch, als ich hierher gekommen bin und habe mein Auto dann gehabt und habe mir überlegt, ich muss halt während der Fahrt, also möchte ich gerne mein Handy laden, gerade wenn ich auch eine längere Strecke fahre, dann ist es immer schön, wenn das Telefon geladen wird. Ich möchte aber auch mein Navigationssystem geladen haben, welches ich einstecken muss. Und dann habe ich noch so eine schöne Sitzauflage mit Heizung. Also das heißt, du standst völlig auf dem Schlauch. Ich saß da in dem Auto mit den ganzen Dingen und man hat da nur einen Zigarettenanzünder und ich habe mir gedacht, shit, was tue ich denn jetzt? Wie kriege ich das alles hin? Wie bekomme ich diese ganzen Sachen, mein Navi, meine Sitzauflage und mein Telefon, was ich alles gleichzeitig laden möchte? Ich habe nur einen Zigarettenanzünder. Und dann habt ihr mir hier nämlich dieses tolle Teil empfohlen und das ist wirklich genial. Schauen Sie mal. Revolt ist das Thema. Die bauen so tolles Zubehör. Damit wird ihr Zigarettenanzünder, also ihr 12-Volt-Anschluss zum Multitalent. Zweimal USB zum Laden für Handys, für Navigationssystem, je nachdem. Und noch die Möglichkeit, zwei 12-Volt-Stecker zu nutzen. Und das alles aus einem Zigarettenanzünder raus. Das ist doch toll, oder? Das ist absolut Wahnsinn. Also ist eins meiner absoluten Lieblingsstücke hier, weil es wirklich so praktisch ist. Auch gerade im Sommer, wenn man dann mal überlegt, da hat man vielleicht auch noch so eine Kühltruhe, gibt es ja dann auch mit dem USB-Stecker. Ja. Oder halt irgendwelche anderen Sachen. Wie gesagt, sowieso Autokamera, immer USB, das Handy, dann die Dashcam, dann hast du halt das Navi. Alles muss geladen werden irgendwie. Und hier ist das jetzt möglich. Sie sehen hier zwei USB-Anstecker, dann die beiden 12 Volt nochmal. Das ist toll. Das ist toll. Das darf in keinem Auto eigentlich fehlen. Was würdest du jetzt zahlen? 24,90, 32,90, 35,90 sind alles Preise aktuell aus von vor 4 Monaten aus dem Elektrofachmarkt. Würdest du es dafür ausgeben? Nee. Würde ich nicht, denn ich weiß, die kostet 12,26 Euro und so viel habe ich auch nur bezahlt und ich bin ganz, ganz froh drüber.
Machen Sie es genauso. Wenn Sie so ein Strahlengesicht haben wollen im Auto wie Kati, dann ist das genau der klassische Aus 1 Mach 4 Adapter für Sie. Die Bestellnummer für unseren Verteiler ist die PX3257 und die 569. Und damit habe ich nicht nur alles im Auto immer geladen, sondern ich habe auch Ordnung. Denn wenn ich ständig wechseln muss im Auto, Das ist doch alles absoluter Blödsinn. Hiermit kann Ihnen jetzt gar nichts mehr passieren und alle Geräte haben auch noch immer dann Strom, wenn die Zündung aus ist. Und das Tolle ist auch, dass das Anschlusskabel hier lang genug ist, weil wir haben ja hier über 50 cm Anschlusskabel. Das heißt, man kann auch Sachen mal, gerade wenn man auf der Rückbank sitzt, dann kennen Sie das, dann kommt man da nicht hin. Hier passt es. Bis auf die Rückbank. Zack. Tolles Ding. So, und jetzt kommen wir genau zu dem Thema, was Kati gerade angesprochen hatte. Moment, erst noch für den Verteiler. Wir haben es schon, PX3257, aber jetzt kommen wir zu dem Thema, was du gerade angesprochen hast. Haben Sie auch keine Popohals? Ist ganz schön fies im Winter, ne? Wenn man so in so ein kaltes Auto reinsteigt. Und das ist das Nächste, was wir Ihnen jetzt anbieten, denn auch Sitzheizauflagen, da kann man Unsummen Geld für ausgeben. Und auch da sind wir natürlich wieder für Sie da und sagen, nee, das muss nicht sein. Da haben wir eine ganz schöne Sitzauflage, wir sehen sie hier im Einsatz. Und die stecke ich dann auch an meinen 12-Volt Verteiler am besten, würde ich gleich mal sagen, den würde ich sofort dazu bestellen. Der hat auch einen tollen, hier sehen wir das, diesen tollen An- und Ausschalter. Und dann, das Schöne ist, das wird nicht nur warm, sondern du sitzt auch sehr viel komfortabler. Gerade wenn du auch mal eine lange Strecke fährst, weil hier diese zusätzliche Polsterung noch ist, mit diesen unterschiedlichen Waben hier, die so toll nachgearbeitet sind, gerade im Rückenbereich. Wenn du eine lange Strecke fährst, du kennst das vielleicht, dann kriegt man manchmal so im unteren Rückenbereich so diese Rückenschmerzen. Da normalerweise die Lendenwirbelstütze so hier hinten. Da ist immer so ein bisschen, und wenn man dann aufsteht, denkt man, oh, das war aber eine lange Autofahrt. Wenn sie dann hier gesessen haben, dann werden sie sich gleich viel besser fühlen, weil sie sehen hier diese Unterschiede. Waben, die hier eingearbeitet sind. Hier nochmal diese Unterstützung im Rückenbereich. Da ist noch extra das so schön nachgearbeitet. Hier unten auch nochmal schön am Popo alles gepolstert. So muss das sein. Die ist hauchdünn, das ist ganz wichtig, damit die nicht sozusagen aufdickt und hat zwei Heizstufen. Übrigens Rücken und Poppes werden gewärmt. Das ist in kürzester Zeit so richtig muckelig warm. Also Sitzheizung ist eine der tollsten Erfindungen, die es gibt. Muss ich ehrlich sagen. Normalerweise kostet das serienmäßig aber Unmengen von Aufpreis. Wenn Sie sowas nachrüsten lassen wollen, speziell wenn serienmäßig aussehen will, vergessen Sie es. Das sind 700 Euro für einen Sitz. Der ganze Sitz muss ausgebaut werden, der Teppich muss raus, Armaturenbrett müssen Schalter eingeschnitten werden, bis es an die Bordelektronik angeschlossen ist. Kaufen Sie lieber bei uns, denn für 28,41 Euro, ganz ehrlich, würde ich zuschlagen. Kann ich auch beide Sitze vorne für noch nicht mal 50 Euro kuschelig warm machen. Ich wollte gerade sagen, greifen Sie da auch zu, denken Sie vielleicht an Ihren Partner, wenn der mitfährt, klar. Wenn Sie zu zweit im Auto sind, dass Sie gleich zwei bestellen, weil dann sind Fahrer und Beifahrer dann bestens versorgt. Und mit unserem tollen Kfz-Verteiler, den wir Ihnen vorher gezeigt haben, da ist dann auch die Möglichkeit gegeben, beide direkt auch anzustecken. Daher wirklich sehr, sehr sinnvoll. Also ich finde sie richtig gut und die ist auch einfach anzubringen. Also die hat einfach nur diese Schlaufen, die ich dann umlege um den Sitz. Klar. Das geht ganz, ganz einfach. Und dann ist es wirklich schön gepolstert und unterstützend und schön warm immer überall. Gerade wenn man jetzt so bei den kälteren Temperaturen von einem schönen Spaziergang zurückkommt, so der erste Griff sofort einfach mal zack einstecken und kuschelig Entspannung warm. Und Wärme im Auto, auch wenn die Heizung noch nicht wärmt. Denn wenn Sie so eine Sitzheizung haben und das Auto immer noch eisekalt ist, so eine Sitzheizung wärmt schon unglaublich gut. Ja. Schöne Sache. Sehr, sehr angenehm. Ich finde wirklich, das ist so ein bisschen Luxus. Vor allem noch ein bisschen schneller als eine serienmäßige, denn die serienmäßigen Heizdrähte sind unter dem normalen Polster eingebaut. Hier haben Sie die komplette Heizauflage sofort direkt an der Jacke und am Rücken und am Poppes. NC5475 und die 569 für 28,41 Euro eigentlich ein Muss für die kalte Jahreszeit. Denke ich auch. Ja. Das ist wirklich was Schönes, auch als Geschenk vielleicht mal, wenn Sie wissen, Ihre Frau friert in Ihrem Auto immer. Vielleicht haben Sie ja in Ihrem Auto eine Sitzheizung, aber die Frau im Zweitwagen hat keine und der ist immer so kühl. Die friert immer ein bisschen, dann ist das ein tolles Geschenk. Ach Gott, es kann so einfach sein. Sieht auch noch richtig schick aus. Jetzt habe ich mal ein Beispiel für Sie, für unser nächstes Produkt. Komme ich vom Skifahren? Steig aus meinen Skistiefeln raus, mach den Kofferraum auf und greife in eiskalte, aber wirklich in eisekalte Schuhe. Da steige ich dann so rein, so. Man muss erst mal 10 Meter laufen und hüpfen wie verrückt, damit die Schuhe warm werden. Ich habe mir vor einer Zeit
unsere Zusatzheizung auch zugelegt. Die nehme ich, wenn ich zum Skifahren fahre, immer mit. Mhm. Denn erstens mal kriege ich damit ultraschnell im Innenraum erstens mal Wärme, zweitens die Scheiben super enteist und drittens benutze ich die zum Warmföhnen von den Schuhen. Und das geht so toll, den kann ich nämlich mit einem Handgriff, kann ich damit auch arbeiten. Ach, und damit kannst du Sachen auch warm föhnen quasi? Ja. Das ist ja toll. Stell dir mal vor, du kommst mit der ganzen Familie, vielleicht haben sie so einen kleinen Van, sie kommen mit 4, 5 Leuten vom Spazierengehen. Es hat am Schluss auch noch geregnet, die ganzen Klamotten sind nass. Das ist Feuchtigkeit, die im Auto bleibt. So wie bei unserer Johanna, die war auch spazieren und das ganze Auto ist völlig vereist. Der Eiskratzer, der ist nicht mehr zeitgemäß. Da stand übrigens ein Mülleimer, keine Sorge. Und dann ist die Johanna eingestiegen in das Auto und was hat sie gemacht? Sie hat die Zusatzheizung angeschlossen. Ja. An die 12 Volt Zigaretten. Anzünder-Steckdose? Genau. Auch angestellt und schon fängt dieses wunderbare kleine Gerät an zu heizen. Ist übrigens auch noch eine kleine Lampe mit drin, also richtig mit LEDs. Und dann haben Sie in kürzester Zeit wohlige Wärme im Auto, trockene Luft, denn sonst kommen Sie am nächsten Tag bei kaltem Wetter zum Auto und das ist auch noch innen angefroren. Genau. Und dann mein Auto war schon mal innen angefroren. Ja? Mhm, schon mal passiert. War innen die ganze Scheibe mitgefroren. Ich habe draußen geputzt und dann habe ich irgendwann gedacht, irgendwie geht das ja nicht weg, das ist doch merkwürdig. Ich habe mich eingestiegen, habe von drin geguckt und dachte, shit, das Eis ist von innen. Ja, und genau für solche Einsatzzwecke ist das irre. Gerade im Winter, ich steige dann wirklich aufgeheizt, also 3, 4 Personen in ein Auto, die Luftfeuchtigkeit geht hoch, die Scheiben beschlagen und nachts friert das Auto von innen an. Das ist ein ganz toller Helfer. Und nochmal, wenn Sie irgendwie Klamotten fürs Auto vortrocknen wollen, wenn Ihre Enkel oder Ihre Kinder einfach irgendwo in der Pfütze rumgelatscht sind, man kriegt halt alles wesentlich schneller trocken und warm. Die kostet 18,91 €. Das finde ich eine tolle Sache. Ja, die kann man einfach mal im Auto haben, ne? Hä? Die nimmt ja auch nicht viel Platz weg, hast du dann im Auto. Und wenn du sie brauchst, kannst du immer zack einfach einstecken hier hinten, zuschalten. Toll. Ja. Das ist toll für so kleines Geld. So, ja. Mhm. So kleiner Standfuß, Kugelgelenk können Sie noch perfekt einstellen. Und unsere Johanna, die war da wirklich ganz happy drüber. Haben wir, glaube ich, auch eine Bestellnummer, ne? Ja, da haben wir die Bestellnummer NC5600 und die 569. Das ist die Bestellnummer. 18,91 € der Preis. Das ist wirklich nicht viel. Jetzt toll. Kommen wir mal zu dem Thema Innenscheiben. Frontscheibe. Da sind vielleicht mal so ein bisschen Schlieren drauf. Da sind sie vielleicht mal, als sozusagen beschlagen war, so mit den normalen Fingern drüber. Wenn es dann wieder trocken ist, merken sie spätestens bei tief stehender Sonne oder eben auch, ja, dann eben, wenn es nachts mal durch Gegenlicht anfängt, total in der Scheibe zu streuen, dass da irgendwie noch Schmiere drauf sind. Und dann machen sie das, was die Kathi gerade jetzt macht. Damit kann man toll die Scheibe sauber kriegen. Ich muss zu diesem tollen, wunderschönen Mikrofaser-Scheibenreiniger hier direkt was sagen, weil ich habe den auch gekauft und zwar unser Nachbar hatte Geburtstag. Und der ist auch so ein Autofreak, hat sich auch ein ganz neues Auto gekauft. Dann habe ich dem so ein Päckchen mit unseren besten Produkten, was das Autozubehör, auch die Reinigungsprodukte, haben wir ja tolle Sachen. Da habe ich so ein bisschen was zusammengestellt und dann habe ich gedacht, packst du den auch mal mit rein? Und er kam ein paar Tage später an und sagt, die Sachen sind toll, die sind ganz toll. Und am besten hat mir dieses hier gefallen, weil da kommt man wirklich unten in die Scheibe, weil das so schmal ist. Sie sehen das hier, da kommt man wirklich bis unten an die Kante. Da, wo man sonst nicht reinkommt, weil Sie kennen das, Ihre Scheibe läuft unten so zu und dann ist hier unten schon das Armaturenbrett. Das heißt, man hat da nur so einen Spalt. Und da kommt man selbst mit den Fingern, mit dem Reinigungstuch nicht rein. Der hier kommt da rein und der war total hin und weg von diesem Reiniger und hat gesagt, das ist mal was, das ist so praktisch, das habe ich noch nie gesehen und das funktioniert so toll. Unser Scheibenwunder haben wir seit über 16 Jahren im Programm und das nicht ohne Grund 100.000-fach verkauft, auch bei mir in der Familie weit verbreitet. 2 Mikrofasertücher liefern wir Ihnen dazu und was ich auch sehr schön finde, so eine kleine Pumpflasche, da haben wir unser Spezial Dr. Pearl TV Spezialreinigungsmittel drin. Da können Sie natürlich jederzeit auch Ihre Spezialformel wieder reinfüllen. Das ist einfach toll fürs Handschuhfach. Wenn ich wirklich mal schnell eine Scheibe von Ihnen sauber machen will. Schau da vorne, das meinte ich. Genau, da unten, da kommt man sonst nie rein. Und diese Problemzone. Genau, in die Problemzone. Diese Problemzone. Da kommen Sie ganz locker mit rein. Der Griff allein ist 36 cm lang. Das heißt, Sie könnten auch ganz gemütlich von außen Fahrer-Beifahrertür aufmachen und quer reinigen. Einfacher geht es nicht. Und ich glaube, wir sind uns alle einig. Frontscheiben putzen ist eine lausige Arbeit. Ja. Vor allem von innen. Ja, vereinfachen Sie sich's. Vor allem für 3,71 € brauche ich da gar nicht großartig zu überlegen. Den bestelle ich mir einfach mit.
Ja, denke ich auch. Also für so kleines Geld, so eine Arbeitserleichterung, das ist wirklich richtig gut. Das ist praktisch und so muss das sein. Ja, vor allem, es erfüllt perfekt seinen Zweck und kostet nicht viel. Schauen Sie mal, hier, das ist das Tolle. Das ist flexibel, das heißt, Sie können arbeiten, wie Sie wollen. Wenn Sie jetzt einen großen Bus haben oder vielleicht eine Limousine, wo ja hinten die Scheiben auch recht schräg runtergehen und Sie haben hinten drei Kopfstützen, kommen Sie normalerweise ums Verrecken nicht an die Scheibe hinten dran. Mhm. Mit dem Scheibenwunder hier. Auf jeden Fall. Und wundern Sie sich nicht über die kurze Bestellnummer. Das ist ein Grund, weil wir haben das schon so ewig im Programm. Das ist die SD505 und die 569. Und damit haben Sie einfach in schnellster, in kürzester Zeit einfach ein Tipptopp-Ergebnis innen auf der Scheibe. Sie können sich auch draußen die Scheibe sauber machen. Sie können das gerne mal für ja, zweckentfremden, für eine Duschkabine oder irgendwas. Aber am Schluss ist es fürs Auto eigentlich unerlässlich. Und damit kommen wir jetzt zu einem Grill. Hallo. Wow, ey, da muss ich auch mal. Hallo. Ich nehme jetzt mal die dunklere. Ich nehme mal die dunklere, ne? Ja. Wir haben zwei nämlich im Set. Unsere Kontrastbrillen, Night Vision und Day Vision. Und die sind toll. Wir möchten Ihnen jetzt mal was zeigen. Und da würde ich jetzt mal die Regie bitten, unseren lieben Stefan, mal Film ab. Denn das ist eine Situation ganz aktuell. Tief stehende Sonne, es regnet, alles spiegelt, ich sehe überhaupt nichts mehr. Und da brauche ich solche Day- und Night Vision-Brillen. Das ist irre. Ich kenne das vor allem vom Skifahren und natürlich auch von Sportbrillen. Beim Skifahren bei schlechtem Wetter, kennen Sie vielleicht auch, wenn der Horizont total vernebelt ist und Sie sehen nichts anderes mehr als weiß, keine Unebenheit mehr, da fühlt man sich auf den Skiern nicht mehr sicher, denn die können Sie übrigens auch super zum Sport verwenden. Wenn man jetzt aber eine Skibrille oder so eine Day- und Night-Vision-Brille nimmt mit gelben Gläsern, dann passiert genau das da. Irre, oder? Ja, man sieht wirklich sehr viel besser. Ich war am Anfang auch ein bisschen, ich dachte, hä, wie kann einem so eine Brille das möglich machen? Aber wenn Sie das einmal ausprobiert haben, wirklich so eine Brille aufgesetzt haben und dann mal schauen, gerade wenn die Sonne tief steht, wenn man da so ein, hier sehen wir schön, mit dem Schnee, der so unheimlich reflektiert. Und da kommt, setzt man diese Brille auf und man hat eine Kontrastverstärkung und diesen Reflexionsfilter, sodass man einfach richtig gut sehen kann. Und das ist gerade beim Autofahren ja unheimlich wichtig, dass man da wirklich immer die Übersicht behält. Wir haben hier das Zweier-Set für Sie. Einmal Day Vision und das ist die, die Kati jetzt gerade aufhat. Und einmal Night Vision, das ist die mit den etwas dunkleren Gläsern. Hier, können wir noch mal zeigen. Einmal dunkel, einmal hell. Wenn man die nebeneinander hält, erkennt man die Unterschiede sehr gut. Das ist für alle die, die mit Kontaktlinsen unterwegs sind oder das Glück haben, keine Brille zu benötigen. Und damit haben Sie immer den perfekten Blick. Sowas gehört eigentlich in jedes Auto. Das, was wir Ihnen gerade im Film gezeigt haben, das ist mir in den letzten Tagen auch oft genug passiert. Denn diese tief stehende Sonne, da reicht es meistens noch nicht mal mehr, die Sonnenblende runterzumachen, sondern habe ich ständig dieses Knibbeln und andauernd die Sonne im Weg. Mit solchen Brillen ist es erstens mal bei schlechter Sicht unheimlich kontrastverstärkend und sowas kennen Sie wahrscheinlich auch, wie Sie es hier sehen. Ja, und gleichzeitig habe ich einfach bessere Sicht tags und nachts. Denn ich merke auch, dass meine Sicht nachts, muss ich wirklich zugeben, nicht mehr so doll ist wie vor 10 Jahren. Nee, natürlich. Das lässt irgendwann nach. Und dann sollte man aber diese Brillen auf jeden Fall im Auto haben. Weil für 8,46 €, ja, damit erspare ich mir dann so viel. Das ist wirklich praktisch. Ja, das ist der Zustand. So, was machen Sie denn jetzt aber, wenn Sie Brillenträger sind? Ja, was mache ich denn dann? Dann brauchen Sie... Ich wollte gerade was sagen. Dann brauchen Sie... auch nicht drauf zu verzichten, denn wir haben speziell für Brillenträger jetzt auch dieses Day and Night Vision Set. Da tue ich die Brillen einfach drüber. Jetzt gucken Sie sich das mal an. Hallo. Jetzt kann ich trotz Brille wunderbar sehen, auch mit diesen Brillen. Wir haben das Set zum Drüberziehen einfach. Und das passt wirklich, egal, ob Sie jetzt die dunkle haben wollen oder die helle. Soll ich mal die dunkle drüberziehen? Ja, mach mal. Warte, ich muss meine Brille festhalten. So wird das hier nichts, meine Lesebrille. Frau Steiner, zum Diktat, bitte. Ja, und das ist zum Lesen. Und jetzt, Achtung. Tschupp, die dunkle drüber. Das ist jetzt die Day Vision. Und die gelbe ist die Night Vision, damit Sie besser sehen. Das sieht richtig klasse aus. Und das Schöne ist, wir haben für Sie sogar im Lieferumfang mit drin, damit Sie die jederzeit griffbereit haben, für die Sonnenblende einen passenden Halter. Das funktioniert so einfach. Jetzt ist es gerade ein bisschen Stevie Wonder. Also, ja, Heino, auch. Stimmt, Stefan, du hast recht in der Regie. Das Tolle ist, dass wir jetzt hier sogar noch einen sogenannten Klemmbügel mit anbieten. Das funktioniert ganz einfach, denn ich klipse meine Brille einfach fest und das hier kommt an die Sonnenblende.
Damit heißt es, ich habe meine Brillen immer perfekt griffbereit oben an der Sonnenblende. Und so muss es auch sein, weil das ist dann wirklich sicheres Autofahren. Was man jetzt noch mal zeigen könnte bei Kati, hier an der Seite, dadurch, dass die ein bisschen größer sind, sind sogar auch noch Sichtfenster angebracht. Das heißt, ich kann tatsächlich meinen Blickumfang genauso nutzen, wie wenn ich ohne Brille arbeiten würde. Normalerweise gibt es dann Brillen, die sehr breite Bügel haben. Da sieht man seitlich nicht mehr viel. Hier haben wir extra diese Sichtfenster noch mit eingearbeitet. Das ist wirklich eine tolle Kombi. Die kostet 16,06 €. Beide Brillen und die Halterung kommt mit zu Ihnen nach Hause. Ich merke das in den letzten Jahren wirklich. Bei mir hat sich bei den Augen auch unheimlich viel getan. Also ich bin normalerweise kurzsichtig. Früher hieß es immer, ich kann auf D-Entfernung lesen. Heute ist es tatsächlich so, dass ich 30, 40 Zentimeter mir die Dinge schon weghalten muss vom Auge. Und die Nachtsicht, und bei schlechten Lichtverhältnissen, ist halt nicht mehr so gut wie früher. Das ist ganz normal. Mit solchen Brillen, so eine tolle Unterstützung. Ist es auch. Ja? Und auch für den Urlaub vielleicht, egal ob Sie zum Skifahren fahren oder an den Strand. Sie werden dann viel Freude mit diesen Brillen haben. Können Sie sich bestellen unter der Bestellnummer NC1480 und der 569. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das ärgert mich jetzt seit Jahrzehnten. Ich erzähle Ihnen die Story jetzt nochmal, weil ich muss es. Wir haben es bei der letzten Sendung schon gesagt. Ich hatte immer eine Taschenlampe im Armaturenbrett. Ist für mich Pflicht im Auto. Früher, wenn ich die Taschenlampe gebraucht habe, gab es zwei Dinge. Batterie war leer oder das Birnchen am A. Dann bin ich umgestiegen auf unsere Creolights LEDs, weil ich mir gedacht habe, super, mit Akkubetrieb, toll gleißendes Licht, da kann nichts mehr kaputt gehen, Akku hält lange. Habe ich trotzdem die Situation gehabt, dass ich irgendwann vergessen habe, Mensch, ich muss ja mal nachladen, und stand dann mit einer leeren Taschenlampe da. Wir zeigen Ihnen jetzt eine Autotaschenlampe, da kann Ihnen das überhaupt nicht mehr passieren, denn Sie haben die Kombination aus LED-Licht und, jetzt bist du dran. Ja, und einem, man kann es am Zigarettenanzünder laden. So. Das ist das Tolle. Aus Aluminium das komplette Gehäuse gemacht. Und das ist eine Taschenlampe, die wirklich fürs Auto ist. Denn wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ist die Taschenlampe geladen oder nicht, na, wenn ich irgendwo unterwegs bin, stecke ich die Taschenlampe einfach zum Laden an meinen 12-Volt-Anschluss. Und dann ist sie direkt wieder voll und die macht richtig gutes Licht. Ja, das ist 1 Watt. Bitte nicht reingucken, kann man sich ein bisschen mit verblitzen. Ne? Hast du gerade fast gemacht, ja. Das ist doch super, wenn ich abends im Kofferraum irgendwas suche, es ist dunkel. Also das finde ich eine ganz tolle Sache, die kostet 8,46 €. So eine Qualität, ich habe übrigens draußen im Fachhandel noch gar nicht gesehen in der Art. Nee, ich auch noch nicht, ich habe die noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Und dann mache ich hinten einfach auf und dann kann ich sie laden. Da, zack. Toll, oder? Handschlaufe mit dran, können Sie also auch, wenn Sie so nutzen, nicht verlieren. Und schön gummierter Griff, guck mal, mit so kleinen Sternchen. Sieht fast wie schön, ne? Sieht echt schön aus. Gucken Sie, da sind so kleine Sternchen drauf, das ist voll schön gemacht. Hübsch ist er auch noch, ist das nicht toll? Und die kostet fast nichts, 8,46 €. Die bestellen Sie sich jetzt einfach für Ihr Auto und für Ihre Frau, fürs Armaturenbrett auch gleich mit dazu. Im Handschuhfach sollte man sowas immer haben. 8,46 €, komm mir auf, da brauche ich nicht lang zu fragen, oder? Das sollte wirklich in keinem Handschuhfach fehlen. Also es ist wirklich so. Mir fallen ja oft Dinge auch runter, gerade wenn ich die Tür aufmache. Immer meine Tasche fällt raus oder irgendwas fällt unter den Sitz. Weißt du, wie oft ich schon unter dem Sitz gehangen habe? Weil meine Tasche dann, ich stelle die immer auf den Beifahrersitz, dann ist die runtergefallen, dann fällt alles unter den Sitz, Sachen rollen dann runter und dann hängst du da im Stockdunkeln und suchst die Sachen wieder zusammen. Da braucht man so eine Taschenlampe. Die ist dann sehr, sehr sinnvoll, glauben Sie mir. Tolle Sache. Bestellnummer ist die NC6577 und die 569. Und jetzt kommen wir noch zu diesem leidigen Thema. Ich komme abends aus der Tür oder morgens und was sehe ich? Eis, Eis. Soweit das Auge reicht. Auf der Frontscheibe, Seitenscheiben, auf den Rückspiegel. Dummerweise auch noch die Heckscheibe vereist. Und dann gucke ich meine Hand an, denn ich habe keine Handschuhe dabei und weiß, jetzt nehme ich gleich wieder meine Parkuhrscheibe und fange an, wie ein Wilder die nächste halbe Stunde das Auto frei zu kratzen. Nein, musst du nicht. Muss ich nicht. Wenn du das hast, musst du das nämlich nicht mehr, weil das habe ich jetzt auch in meinem Auto. Wenn, das ist nämlich Scheiben sauber machen für Faule. Das funktioniert Bombe, ne? Ja, du sprühst es einfach auf und dann verschwindet das Eis. Das heißt, da ist ein Eislöser drin und wenn Sie den normal nutzen, wird erstens mal das Eis aufgrund eines chemischen Prozesses, ist aber völlig ungiftig für die Umwelt, gelöst und zweitens im normalen Dauergebrauch
gibt es auch so ganz leichten Film auf der Scheibe, dass die nicht mehr so festfriert. Das ist ein ganz, ganz, ganz toller Helfer. Und jetzt passen Sie mal auf. Wir haben das ausprobiert. Kurz vorher schütteln. Ja, einfach auftragen und dann zack, ist das alles frei. Das ist wirklich toll. Und für so kleines Geld. 2 Euro und Sie müssen nie mehr Ihre Scheibe kratzen. Ich finde das so toll, gerade wenn die Scheibenwischer angefroren sind. Einfach zweimal über die Scheibenwischer sprühen, die reißen nicht mehr. Sie werden jetzt auf jeden Fall mit Ihrem Auto auf Dauer richtig gut klarkommen.